Und jetzt bin ich am Joggen. Man sollte sich pro Tag 10 Kilometer fortbewegen. Und das tue ich jetzt gerade im Moment. Ich bin hier auf einer Rennbahn. 400 Meter ist ein Rundlauf und ungefähr 1,5 Kilometer ist es von hier bis zu mir nach Hause und die Strecke werde ich auch gleich laufen. Bloß ich werde noch ein bisschen mehr laufen oder weniger, ich weiß nicht, aber 10.000 Schritte oder Meter müsste man jeden Tag zurücklegen. Und außerdem, ich bin hier mit meinen Ohrstöpseln auch am Start und ich mache, was das Zeug hält. Ich bin hier in Ankara bei uns, in Ankara und im ganz schönen Park. Den Hintergrund seht ihr ja hier überall. Und ich höre Musik von Cat Stevens mit I Don't Want You, mit Body ist das. Wir sind kurz nach dem Monat Ramadan und wir bekommen immer noch viele Besucher von Verwandten, Bekannten, dies, das. Und ich habe mir gerade eben eine Cola gekauft von Axoy Supermarkt und ich habe mir das gegönnt und ich mache mir jetzt auch eine Zigarette an, denn ich rauche auch. Und also das heißt, ich bin Raucher. Und mein Leben geht so richtig gut in weiter hier in Ankara. Ich bin 3000 Kilometer weiter aus von Deutschland entfernt und ich habe hier jeden Tag etwas Neues zu tun. Das heißt nicht, dass ich hier Urlaub mache. Hier bin ich mehr beschäftigt als in Deutschland. Sehr viel mehr. Ich mache eigentlich arbeite ich im Internet und ich habe da eine Plattform, eine digitale Online-Plattform und da komme ich später noch hinzu, aber jetzt, das hier ist noch viel wichtiger. YouTube ist jetzt für mich noch viel wichtiger. Und ich liebe es, beschäftigt zu sein. Die ganze Zeit nur Beschäftigung. Ich liebe das. Ich habe jetzt vor, jeden Tag 1 bis 3 Videos für YouTube zu machen, in Länge von 10 bis 12 Minuten, weil ich will euch ja alle unterhalten und ihr sollt auch was von meinem Türkei-Urlaub bzw. Türkei-Aufenthalt haben. So.
Das war ein kleiner Junge, der hat sich auf der Laufbahn geirrt. Und jetzt gehe ich weiter an dem vorbei. Wie ich diesen Song liebe. Von David Guetta. Dangerous. So, an drei Rowdies bin ich entlang gegangen jetzt. Die haben natürlich keine Ahnung von gar nichts. Mich überholt ein türkischer Pfosten. Jetzt kommt mir einer entgegen. So, gleich hole ich mir noch eine Cola bzw. noch ein paar Snacks für den Abend oder für die Nacht. Und ich lege mich 5:30 oder 6 Uhr schlafen. Jede Nacht. So, jetzt hole ich eine Runde. Wo haben wir den denn? Scheiß mal drauf. Egal. Und jetzt gehe ich noch etwas weiter und dann raus. Und dann gleich gleich nach Hause. Aber heute, ich glaube, das reicht mal für heute, weil. Ich weiß nicht, ich habe zu Hause noch einiges im Internet noch zu tun. So, und das war ein Böllchen. Aber naja, so viel muss sein. So ein kleines Mädchen. Läuft. Auf der Wiese, jetzt gerade eben. So, jetzt bin ich raus vom Park. Der Park ist, naja. Man kann ja nicht immer wieder Glück haben, aber es ist hier voll schön, voll frei. Es ist hier nicht so wie in Deutschland. In Deutschland ist das viel kälter. Hier ist das Wetter voll warm. Über 30, 32 Grad warm ist es heute hier. Und es ist noch der 8. Juni 2019. Ich weiß jetzt nicht, was ihr alles zu Hause macht, aber ich chill hier mein ganzes Leben. Ich liebe die Türkei. You got me running on the light. Don't make a sound, man. Me now. Me instead of mine. Don't know what you pick in sugar. So, jetzt geh ich mal auf Bordsteinkante und ich gehe mal entlang hier. Ich spring gleich mal auf den Scheißbaum da vorne. Dangerous. Alter Leute, und ich sage euch eins,
die Türkei ist mit gar nichts zu vergleichen. Hier in der Türkei gibt es einfach alles. Hier gibt es nichts nicht. Hier gibt es alles. Also es gibt hier gar nichts, gibt es hier nicht. Niente. Und ich werde gleich noch zu Hause heute Abend um 10, halb 11, wenn zu Hause Ruhe ist, dann werde ich natürlich noch einige Videos machen. Also ich werde nur unterhalten, erzählen. Über was auch immer. Über meine Liebesbeziehungen, beziehungsweise über meine Freundinnen, über dies, das, über alle, über meine schulische Bildung, über alles Mögliche. So, und ich gehe jetzt mal weiter ein bisschen. Und ich mache jetzt erstmal hier mal Schluss. Ich zeige euch nochmal, wenn es geht, zeige ich euch nochmal hier. Oh, es geht irgendwie nicht, weil hier könnt ihr das im Hintergrund mal anschauen, wie es hier aussieht. Ich konnte das jetzt nicht drehen, aber ich werde das noch herausfinden, wie ich die Kamera während meines Clipdrehs drehen kann. Versteht ihr? So, und freut euch auf das nächste Video von mir. Es geht bald weiter. Jeden Tag gibt es 2 beziehungsweise 3 oder mehr Videos von mir. Und ihr solltet mal, und falls ihr euch noch mehr Videos von mir wünscht, dann abonniert meinen Kanal hier unten. Und bleibt auf dem Laufenden. Also wenn ich euch unterhalten konnte, es ist mir eine sehr sehr große Ehre. Und abonniert meinen Kanal und bleibt auf dem Laufenden. So, tschüss, tschüsschen, küsschen, liebe Leute. Ciao und macht's gut.